Ralf Greidenweis, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Ebersbach. Wir sind hier alarmiert worden in die Wilhelmstraße zum gemeldeten Dachstuhlbrand. Es hat sich dann beim Ersteintreffen der Fahrzeuge herausgestellt, dass ein Anbau zwischen Werkstatt und Wohngebäude im Brand steht. Der Brand hat dann Übergriffe auf die Wohnungen im 1. und 2. OG. Das Feuer wurde dann mit zwei Trupps im Innenangriff bekämpft, beziehungsweise mit einer Riegelstellung an einem P-Rohr im Außenangriff. Im Einsatz waren wir die Feuerwehr Ebersbach mit allen Teilorten, sowie die Feuerwehr Uchinger und Feuerwehr Göppingen mit je einer Dreileiter und die SEG-Gruppe von den Malteser. Es war schon ein bisschen eine enge Bebauung, also der Zugang von allen Seiten war recht schwierig, deswegen zwei Drehleitern und dann halt auch den Angriff von außen mit B-Rohre, sodass man das Feuer schnell eindämmen konnte. Verletzte gab es glücklicherweise keine, weil die Bewohner von den Wohnungen sind im Urlaub und dadurch gab es glücklicherweise niemand, der sich verletzt hat. Nur Sachschaden in dem Fall. Dieses Jahr der erste Einsatz, ja. Und da haben wir auf einmal einen Knall gehört und dann meine Frau und Nachbarin waren schon unten draußen. Und die haben gleich bei uns geklingelt. Nee, wir haben nur einen Knall gehört. Das war's. Und dann haben wir rausgeguckt. Mein Bruder daneben, der ist gleich rausgekommen. Haben wir nur einen Knall gehört. Und dann haben wir gesehen, dass es brennt. Und dann haben wir gleich den angerufen. Feuerwehr.